Hallo und herzlich willkommen auf dem Snipers YouTube-Kanal. Ich bin der Paddy, zuständig bei uns für die taktische Ausrüstung. Sonst stelle ich ja immer so einen Artikel vor, manchmal vielleicht auch zwei. Heute mache ich mal eine komplette Marke. Marke ist in diesem Falle Source, stammt aus Israel und kümmert sich hauptsächlich um Trinkblasen. Sprich darum, dass ihr im Feld nicht umkippt. Kleiner Tipp von mir, gerade auf größeren OPs, wenn ihr viel rumrennt, nehmt euch was mit. Trinkblasen sind in dem Fall absolut praktisch, ihr habt immer Zugang zum Trinken und glaubt mir, diese 3 Liter sind schneller leer, als ihr es denkt, wenn ihr das zur Verfügung habt. Und es ist auch gesund, das dann zu benutzen. Aber gut, fangen wir jetzt erstmal an mit den Produkten von Source. Da es bei Source hauptsächlich um die Trinkblasen geht, würde ich sagen, gucken wir uns mal 3 verschiedene Modelle an. Ich habe jetzt hier einmal die WXP 3 Liter. Die gibt es auch noch in einer etwas kleineren 2 Liter Variante, aber ich denke mal, der Unterschied ist kaum zu sehen, also nicht so wichtig. Die Form ist ja überall dann gleich. Die Form ist halt, wie bei den meisten Trinkblasen, eher länglich gehalten. Das Besondere bei Source ist dann einmal natürlich die Modularität, dass ich die Trinkschläuche jederzeit auswechseln kann, also auch gegen andere Farben, dass ich das Mundstück auswechseln kann und das Reinigen ist hier wesentlich einfacher als bei anderen Trinkblasen. Das ist schon eines der Hauptfeatures überhaupt und das zeige ich mal direkt schon an der hier. Das heißt, bei anderen Trinkblasen macht man es ja so, man öffnet die hier, kippt ein bisschen Wasser rein, eine Reinigungstablette und ja, dann noch so ein Trocknungsteil, dass man das Ganze dann aufhängt. Bei Source, klarer Vorteil, ich kann das Ganze sehr einfach komplett öffnen. Das heißt, ich mache die komplette Trinkblase so, wie sie ist, auf, indem ich hier an diesem Stift ziehe, der sich jetzt natürlich mal wieder kein Stück bewegen will. Und so, jetzt aber. Ist natürlich dann am Anfang etwas tricky. Jetzt schieben wir hier das Ganze ab. Und zack, habe ich die komplette Trinkblase offen. Ich könnte sie natürlich auch auf diesem Wege befüllen, macht auch keinen Sinn, habe hier eine Öffnung. Aber damit kann ich die halt komplett einmal auch auswischen, wenn es sein muss. Und ich kann sie halt komplett zum Trocknen und zum Reinigen aufmachen. Das heißt, ich habe hier Zugriff auf das gesamte Fach. Zumachen geht natürlich dann genauso einfach. Ich falte das Ganze wieder zusammen. Und muss dann ein wenig tricksen am Anfang. Falsch rum. Das war natürlich wieder intelligent. Zack. Drüber geschoben und fertig. Und wie gesagt, der Trinkschlauch kommt natürlich bei jeder Trinkblase direkt mit. Den nehmen wir jetzt mal hier ab. So. Und aus hygienischen Gründen ist es natürlich immer gut. Ach, kommt die auf. Jetzt halt mal richtig auf und fertig. Damals schon. Das ist dann einmal die Stormwolf. Das bedeutet, Source setzt hier auf 2 verschiedene Arten von Mundstücken. Das ist das Mundstück, das halt nicht mit Biss funktioniert. Die meisten Trinkblasen funktionieren ja dadurch, dass man hier drauf beißt und dann kommt Flüssigkeit. Das ist bei Source zum Beispiel nicht so. Bei Source hat man ein ganz witziges System. Man dreht das Ganze mit dem Mund einfach ein. Man hat hier 2 Einkerbungen und in dem Moment kann man schon das Wasser einfach ziehen. Und ganz normal Saugreflex hat jeder Mensch, das sollte man hinkriegen. Alternativ dazu, wer das nicht möchte und das traditionelle Beißstück lieber mag, der holt sich einfach das Helix Wolf, kann das dann direkt hier dran knallen. Ihr könnt das dann ganz einfach auswechseln, indem ihr hier einmal drauf drückt, das Ganze abzieht. Und dann könnt ihr hier die neue Wolf direkt installieren. Meiner Meinung nach die interessanteste ist einmal die WLPS. Die ist genauso, vom Volumen her sind es 3 Liter, aber sie ist größer. Das heißt, sie bleibt auch flacher als die WXP, die wir eben hatten. Die ist zusätzlich hier in der Mitte einmal unterteilt, dass sich das Ganze nicht so extrem aufbaucht und dass das Ganze sich auf 2 Kissen verteilt. Ist auf jeden Fall sehr praktisch für die größeren Hydration Pouches. Ich zeige euch da gleich noch einen direkt von Source. Es gibt aber auch später, beziehungsweise den kriegen wir noch von Marz Tactical einen, der direkt komplett auch auf den Plattenträger aufs Rückenteil passt. Und dafür ist diese Trinkblase wie gemacht. Und sie fällt halt nicht so stark auf. Die kleinste ist die Kangaroo. Die liegt bei 1 Liter. Auch für die gibt es extra Pouches, zeige ich euch aber gleich auch noch alles. Ist an sich eine kleine 1 Liter Blase, so für kleinere CQB-Hallen oder ähnliches ist das auf jeden Fall gut geeignet. Aber 1 Liter ist immer halt die Frage, reicht es, reicht es nicht. Also bei heißem Wetter, Outdoor, reicht 1 Liter definitiv nicht, da solltet ihr mit 2 bis 3 Litern arbeiten. Zur Befestigung in eurem Tragesystem gibt es natürlich die verschiedensten Lösungen. Die meisten nervt es, dass der Trinkschlauch am Ende immer irgendwie rumwabbert. Das heißt, ihr habt hier mal einen Schlauch an der Weste und der baumelt die ganze Zeit doof durch die Gegend. Nervt irgendwann. Auch da hat Source sich was ganz Einfaches überlegt, nämlich die Docking Station. Die Docking Station gibt es für beide Arten von Systemen, also für die Helix und für die Stormwolf.
Man hat hier einmal dieses Teil, was man dann ins Molle einwebt und einen zusätzlichen neuen Deckel. In dem Deckel ist eine Führungsschiene und dann rastet man das ganz einfach bei sich am Tragesystem ein. Kommt ursprünglich aus dem Outdoor und wurde dann in die Military Line direkt mit übernommen. Ist auch verdammt nützlich. Hier haben wir dann einmal die beiden Pouches für den Kangaroo, werden auch direkt mit der Trinkblase schon ausgeliefert. Wir haben das Ganze einmal in Multicam und einmal in Coyote Brown. Ist an sich auf jeden Fall eine witzige Geschichte, wird einfach per Molle befestigt. Trinkblase und Wolf sind schon dabei, also damit kann es auch direkt losgehen und den kann man sich ja überall dran packen. Den kann man sich sogar an die Seite an Kummerbund legen, ist vom Gewicht her überhaupt kein Problem. Ein Liter ist ja noch gerade okay. Kommen wir mal zu der größeren Lösung. Hier haben wir dann einmal den Razor. Der Razor ist ein direkter Pouch für die WLPS-Trinkblase. Was den meisten wahrscheinlich aufgefallen sein wird, die WLPS hat ja keine Öffnung in dem Sinne, sondern die wird direkt über den Trinkschlauch befüllt. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Ist auf jeden Fall eine witzige Sache und man kann es für viele andere Source-Trinkblasen auch nutzen. Der Razor wird einmal über diese Clips hier an der Seite befestigt. Die macht man einfach auf, webt ihn das Molle ein und drückt sie wieder zu. Und auf der Rückseite hat man trotzdem noch einmal zwei Molle-Straps. Damit sitzt das Ganze vernünftig und man kann sich dann hier noch Pouches dran machen und hat sozusagen sein eigenes, selbst kreiertes Backpanel. Was wir jetzt hier haben, ist zum Beispiel eine WXP im Upgrade-Package mit dem UTA. Der UTA ist der Universal Tube Adapter, direkt aus dem Hause Source. Den hat sich übrigens Spartan AT auch schon angeguckt und fand ihn ganz witzig. Ist an sich die beste Erfindung im Bereich der Trinkblasen, die ich je gesehen habe. Man nimmt einfach bei der Trinkblase, ich nehme jetzt mal hier den Trinkschlauch von der kleinen, macht dann das Ganze hier ab, keine Sorge, dann spritzt es nicht raus, hier ist eine innere Bremse dafür. Nur wenn etwas drin ist, kann da Wasser durchlaufen und schließt dann den UTA an. Den UTA kann man dann an ganz normalen Wasserhahn oder an eine Trinkflasche dran pappen und dann einfach das Ganze befüllen. Bei der Trinkflasche hält man das Ganze dann einfach ein Stück nach oben und damit kann man, und das finde ich halt das Geniale, ansonsten, wenn man alleine seine Trinkblase befüllen musste, musste man immer die Weste abmachen, um halt hier an den Schraubverschluss ranzukommen. So, mit dem UTA könnt ihr das Ganze machen, während ihr die Weste tragt. Das heißt, ihr lauft irgendwo im Feld rum, habt die Möglichkeit nachzufüllen und euch will mal wieder keiner helfen. Scheißegal, ihr nehmt den UTA, knallt den dran und dann macht ihr das Ganze einfach selbst. Passt. Den UTA würde ich aber trotzdem einfach aus hygienischen Gründen in irgendeiner Form mal in Frischhaltefolie oder in so einen kleinen Beutel einpacken. Und dann habt ihr hier diesen kleinen netten Pouch, gibt es auch direkt von Source, dass ihr das Ganze immer direkt griffbereit irgendwo habt. Also so hat man schnellen Zugriff dazu, gibt es auch als Kit, auch in Multicam. Der letzte Artikel, den ich euch jetzt noch vorstellen möchte, ist das Tactical 3 Liter Bag. Das ist an sich einfach ein Trinkrucksack. Kann man aber, und das ist das Praktische daran, auch jederzeit am Molle befestigen über dieses System hier. Habt ihr vier Stück von da. Das heißt, ihr schlauft das hier durch euer Molle durch. Einmal im unteren Bereich und einmal im oberen Bereich. Habt das Ganze dann mit Schnellverschlüssen direkt auch gesichert. Ansonsten ist auch hier eine WXP 3 Liter Trinkblase drin. An sich das Beste, was ich so kenne. Natürlich trotzdem, wenn ihr es als Trinkrucksack nutzen wollt, ein ganz normales Harness mit Brustgurt zur besseren Stabilität direkt auch schon mit dabei. Wenn ihr das dann nicht tragen wollt, könnt ihr das Ganze hier einfach unterbringen. Okay, kommen wir jetzt zum Abschluss des Ganzen, also Source an sich. Also ich finde die Trinkblasen einfach geil. Ich gebe es auch offen zu. Ich soll ja sonst immer neutral sein, aber ich finde, Source sind einfach die besten Trinkblasen, die wir haben. Es ist einfach von der Reinlichkeit her, dass man es am besten reinigen kann. Ich finde einfach so, was auch die Geschmacksneutralität angeht, sind es einfach die besten. Ist einfach meine Meinung. Ich könnte jetzt jede andere Trinkblase hier hinsetzen und ich würde immer sagen, sie steht unter der Source. Egal welche. Deswegen, Source kann ich einfach nur empfehlen, auch über den UTA einfach diese Lösung, dass ich mir mein Trinken jederzeit selbst wieder auffüllen kann. Absolut eine geniale Geschichte. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her definitiv ganz oben, auch wenn sie nicht die billigsten sind. Aber ich bin jetzt mal ehrlich, wenn ich was trinke, dann will ich jetzt nicht unbedingt eine 2-Euro-Trinkblase da haben, wo ich nicht weiß, okay, ist das Ganze sicher. Wo ich merke, ein bisschen Plastik kommt immer mit. Also da sollte man nicht dran sparen, weil es ist ja auch die eigene Gesundheit, die da immer so ein bisschen eine Rolle spielt. Was ich halt sehr praktisch finde, sind zum Beispiel solche Lösungen wie den Razor. Das heißt, ich kann den hier, ich habe jetzt mal zum Beispiel den Plattenträger da, den Swift Plate Carrier, übrigens demnächst dann auch mal bei uns im Video, von Fly. Ich habe den dann direkt hier, ich habe nur das komplette Rückenteil sozusagen ausgenutzt, aber ich kann hier noch Pouches drauf machen. Das Ganze trägt nicht so auf wie ein normaler Hydration Bag. Sau coole Sache.
Ansonsten für Outdoor haben wir natürlich die verschiedenen 3-Liter-Bags auch noch. Das heißt, das Ganze gibt es noch in so einem Sand, in so einem Coyote Brown und in OD. Das heißt, für diejenigen, die jetzt sagen, okay, sowas ist zwar interessant, aber ich will es für Outdoor, holt euch das Ding in OD oder in Coyote Brown. Im Zweifelsfall rum ist auch noch ein Schwarz rein. Also Source, definitiv die Wahl, wenn es darum geht, im Sommer was zu trinken dabei zu haben. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und das nächste Video, was dann jetzt kommt, wird von meinem Kollegen Crazy Mike sein, den ich schon lange erwartet habe, dass er mal endlich wieder ein Video macht. Ich freue mich drauf. Haut da rein!